Leute, hier ist das Team Freerunning. Das ist der Freerunning-Vlog-Hashtag. Acht. Auf jeden Fall sind wir in Sevis angekommen. Und Leute, auf jeden Fall werden wir halt daily Uploads oder jeden zweiten Tag Uploads kommen. Also es werden keine Vlogs werden, sondern einfach so ein bisschen Tracking-Videos in der Halle. Und ja, willst du noch etwas sagen, Rafi? Ja, morgen geht's dann richtig los, dann gehen wir in die Turnhalle. Und ja Leute, auf jeden Fall zeige ich kurz jetzt den Raum, wo wir gerade jetzt gleich pennen werden. Und ja, let's go! I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up, oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Ja Leute, auf jeden Fall ist der nächste Tag hier und hier oben sieht es so aus. Michi ist auch hier und wir gehen gleich in die Turnhalle und stellen ein richtig hohes Teil auf. Zeig die Schlüssel. Hä? Zeig die Schlüssel, Flex. Spaß, Alter. Und jetzt gehen wir in die Turnhalle. Let's go! Let's go, okay. Leute, auf jeden Fall sind wir gerade im Weg in der Turnhalle. Und auf jeden Fall werden wir vielleicht noch von hier oben runterspringen mit Matten und Matten. Leute, so sieht es hier aus bei der Turnhalle. Und jetzt gehen wir gleich runter zu der Turnhalle. Und auf jeden Fall hat es hier noch einen Fitnessraum. Oh, ich muss Sound geben. Oh, Svenja. Hä? Ja Leute, auf jeden Fall warten wir jetzt noch kurz auf Michi und Joni. Die stellen gleich so ein komisches Teil auf und ja, let's go! Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. To the club and it's turned the fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise, look at that girl, damn. She thinks she's hot as Rihanna, she thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best, 9 if I'm staring down straight at your chest, 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing up, not the ones that keep on handing up booty like change. They moody and strange, like Judge Judy on stage. What? That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly. Fucking this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make this shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Right. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Ordering shots of tequila, that shit got me stuck in a daze. I can't believe that I'm still on my feet. Matter of fact, I'm fucking amazed. I don't think I feel my face. All of this liquor keeps losing its taste. Taking these shots and I hit that shit raw while the girl at the bar says it's better with Chase. Speed up the pace, hit me again. I could use a couple shots to the dome. If I ain't spending my time by the bar, then I'm probably working on who to bring home. I need a loan, all of my money is gone. Fuck it, I'm in my zone. She wants the bone, she says she dropped me a tone. Wait, where the fuck is my phone? I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up, oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday.
Jo Leute, auf jeden Fall werden wir heute sehr wahrscheinlich in der Turnhalle übernachten. Wir gehen so nach 6 Uhr gehen wir in die Turnhalle, machen Freerunning und dann gehen wir wahrscheinlich so um 11 Uhr wieder in die Turnhalle. Und ja, auf jeden Fall gehen wir, ich und Raffi, wahrscheinlich noch raus, oder? Ja. Yeah. Freerunning machen bis 6, weil dann gibt es Essen und ja, let's go! Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Das ist wirklich. Oh! It's Friday. Ja Leute, auf jeden Fall haben wir jetzt draußen fertig trainiert und wir gehen jetzt wieder nach drinnen, essen etwas und gleich gehen wir wieder in die Turnhalle von 7 Uhr bis 10 Uhr ungefähr und dann gehen wir ins Zimmer, warten bis 1 Uhr und dann gehen wir in die Turnhalle und werden dort bis um halb 6 oder so übernachten in der Turnhalle. Übernachten. Wir gehen jetzt runter in die Turnhalle und ja, jetzt seht ihr das. Ja, auf jeden Fall sind wir in die Cafeteria angekommen und jetzt gönnen wir uns noch eine Milch oder so, eine Schokomilch. Und dann jetzt weiter in die Turnhalle und dort werden wir vielleicht noch eine kleine Session machen. Und ja, let's go! Ja Leute, auf jeden Fall werden wir ungefähr von 4 Uhr oder von 3 Uhr bis 6 Uhr pennen in der Turnhalle, weil um 6 Uhr kommen so Putzleute oder so und dann müssen wir möglichst schnell raus. Und oder wir verstecken uns einfach im Geräteraum. Ja, wir verstecken uns im Geräteraum. Michi hat sich noch so eine Glasse und so Haribo-Teile gegönnt und Raffi hat sich ein Eis gegönnt. Was los? Vielleicht will ich noch hochgehen, gönnen wir auch noch etwas später und jetzt gehen wir runter. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday. Ja Leute, auf jeden Fall versuchen wir jetzt eine kleine Burg zu bauen. Auf jeden Fall hat es richtig viel zu fliegen und wir haben sogar eine fette Kakerlake gesehen. Die haben wir jetzt hinten in die Ecke getan. Und jetzt stellen ich und Michi und Raffi noch eine Burg auf. Und ja. Jo Leute, auf jeden Fall ist gerade 4:15. Raffi hat gerade ungefähr 45 Minuten geschlafen. Ich und Michi waren die ganze Zeit hier auf der Matratze, haben ein bisschen unnötiges YouTube-Videos geguckt. Auf jeden Fall lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr einzupennen, weil wir müssen um ungefähr 5:30 fangen wir an zu aufräumen wahrscheinlich. Und dann gibt es um 7:45 gibt es Frühstück und dann geht es weiter mit dem Jo Leute, auf jeden Fall ist es gerade 6 Uhr, wir sind jetzt ungefähr schon 6 Stunden in der Turnhalle. Wir gehen jetzt hoch zu unseren Zimmern und dort werden wir pennen. Und dann geht's morgen wieder weiter. Und, ja. Jo Leute, das war's mit dem Freerunning-Vlog, Hashtag 8. Und ja, wir sehen uns übermorgen oder morgen wieder, wissen wir noch nicht genau. Und ja. Ciao.